So bei uns, Stefano Russo. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu einem, wie soll ich es nennen? Wir haben 3 Punkte mitgenommen. Wir sind zufrieden über 3 Punkte. Ich glaube, mit dem Spiel ist niemand so wirklich zufrieden auf Seiten unseres SVW, oder? Klar, wir erwarten ein schweres Spiel. Man hat es gesehen, auf einem schwierigen Platz, mit einem schwierigen Gegner, der gut stande, sind wir schwer ins Spiel gekommen. Aber wie du es dann am Ende sagst, 3 Punkte sind 3 Punkte, auch wenn sie hart erkämpft sind. So Spiele braucht man und muss es auch weitergehen. Ja, definitiv. Wir haben ja super ins Spiel gefunden. Ich meine, nach 5-6 Minuten steht es da schon 1-0 für uns. Da dachten wir, läuft alles nach Plan. Irgendwie danach lief gar nichts mehr nach Plan. Also man hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Du, sag ich mal, auf der 6er-Position, woran hast du es? Nicht du auf der 6er. Heute nehme ich als Innenverteidiger neben Jesper Verlaat, aber du hast ja noch mehr vom Spiel gesehen. An was hast du es festgemacht, dass es heute so schwer war? Ja, ist schon richtig. Wir sind früh in Führung gegangen, was auch wichtig war für uns. Aber danach hatte ich das Gefühl, dass wir einfach die zweiten Bälle nicht mehr gewonnen haben, einfache Fehler gemacht haben, unsere Basissachen einfach nicht mehr so durchgeführt haben, wie wir wollten. Und dann kommt dieser schwere Gegner und dieser schwere Platz dazu, dann ist es im Fußball schwer. Wollten uns dann wieder reinkämpfen, sind auch motiviert dann in die Halbzeit, aus der Halbzeit gekommen, dann früh das Gegentor bekommen und dann, wie gesagt, kämpferisch einfach alles gegeben und so Spiele gibt es halt auch. Jetzt hast du heute dort gespielt und wir haben es extra auch vorm Spiel angesprochen. Mensch, Stefano ist da. Wer spielt denn jetzt bitte Innenverteidiger? Dann warst du das letzten Endes. Jetzt hast du heute dort gespielt, wo eigentlich derjenige steht, der dich immer anbrüllt von hinten. Wie war es neben Jesper? Ohne Probleme. Also sah gut aus von oben. Ja, klar. Also Jesse hat mir da ultra geholfen. Ist aber keine so ungewohnte Position für mich, da ich die in der Jugend schon des Öfteren gespielt habe. Oder ich war früher Innenverteidiger. Dementsprechend war das jetzt nicht so ungewohnt, aber natürlich mit Jesse neben mir ist alles viel einfacher. Wie sehr treibt es dich dann aber gerade in so einem Spiel raus, so eine Position weiter vorne, wo du ja eigentlich zu Hause bist, bei uns jedenfalls. Wie sehr juckt es in den Füßen, da mal den Schritt mehr rauszugehen aus der IV? Klar, bei manchen Aktionen juckt es, wie du sagst, schon, aber ich muss Taktik da 100% für die Mannschaft spielen und dann muss ich mich auch mal zurückhalten. Ja, genau. Jetzt sind wir genau Halbserie rum sozusagen. Magdeburg ist Herbstmeister. Wir sind jetzt auf Platz 3. Braunschweig hat auch gewonnen. Eigentlich super, oder? Komplett im Soll. Klar, wir haben eine gute Hinrunde gespielt. Jetzt auch gut abgeschlossen mit einem guten Ergebnis. Aber wir wollen weiter. Wir wollen weiter oben bleiben und immer 100% geben, unsere Spiele weiterhin gewinnen. Jetzt habe ich die letzten 5 Spiele, obwohl die Ergebnisse sehr, sehr gut waren, muss man ja auch sagen. Wir haben immer super gepunktet, aber in den letzten 5 Spielen immer so einen Waldhof gesehen, der phasenweise gezeigt hat, was er kann, aber leider in jedem Spiel auch immer wieder Phasen hatte, wo Kraut und Rüben war, wie man so schön sagt, wo es gar nicht lief. Gegen Magdeburg, glaube ich, könnte das ganz, ganz bitter enden, wenn es wieder so ist. Klar, das wissen wir, müssen aber jetzt auch das Negative alles versuchen zu vergessen, zu analysieren und dann nächste Woche besser zurückkommen und dann wird es schon, glaube ich. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft und wir auch in uns selbst, deswegen glaube ich, wird das. Ist es vielleicht genau das richtige Spiel nächste Woche, das allerletzte, bevor es dann in die verdienten Weihnachtsferien geht? Die werden sehr, sehr kurz werden, für alle, für uns ja auch. Ja. Trotzdem absolut nötig nach der harten Hinrunde, aber ist es genau das richtige Spiel gegen den Tabellenführer? Also ich finde es schon. Irgendwie. Ja, ich finde auch allgemein Top-Spiele, dafür sind wir Fußballer geworden und so Spiele, da sind wir heiß drauf, da brennen wir drauf und freuen uns, glaube ich, schon alle riesig drauf. Ja, ich denke auch, also wenn man da was mitnimmt, egal was, aber wenn man was mitnimmt, ich glaube, schöner kannst du dann auch gar nicht in die Weihnachtsferien gehen. Klar, ist egal gegen welchen Gegner, aber da wäre es natürlich nochmal umso wichtiger. Dann erholt euch gut, es ist bitterlich kalt, viel Spaß in der heißen Dusche, sag ich mal. Ja, vielen Dank. Kommt gut heim und dann sehen wir uns nächste Woche zum letzten Spiel in Magdeburg. Ja, machen wir, vielen Dank, Dankeschön. Bei mir unser Coach Patrick Löckner. Ich gratuliere trotzdem zu 3 Punkten, die man aus Havelse jetzt mitgenommen hat. Trotzdem war ich doch sehr unzufrieden mit dem Spiel und dem Spielverlauf. Wie siehst du es? Ich sehe es ganz genauso. Es war ein sehr dreckiger Sieg, für uns ein sehr wichtiger Sieg auch.
Und es war kein gutes Spiel von uns. Wir sind zwar sehr gut ins Spiel reingekommen und nach 5 Minuten konnten wir schon in Führung gehen. Dann haben wir wahrscheinlich gedacht, dass das Spiel jetzt von alleine läuft. Aber genau so ist es halt im Fußball. Ein Spiel läuft nicht von alleine. Du musst immer weitermachen und musst jede Situation knallhart annehmen. Das haben wir heute nicht final gemacht. Und deswegen war es kein gutes Spiel. Aber wie gesagt, am Ende zählen die Punkte. Genau, sehen wir genauso. Also wir sind glücklich, mit 3 Punkten heimzufahren, keine Frage. Trotzdem, wir sind ja auch immer bedacht an Kritik. Nur durch Kritik kann man auch wachsen. Ne? Wir können ja nicht sagen, ja, wir gewinnen, läuft alles super. Nee, wir müssen ja drauf gucken, was nicht läuft. Woran machst du das fest? Havelse, kein schlechter Gegner, hast du es im Vorfeld auch schon angesprochen. Haben das heute auch gut gemacht, aber allein daran kann es nicht gelegen haben. Ja, es ist immer eine Kombination aus vielen Dingen. Also Havelse ist nicht mehr Havelse von den ersten Spieltagen. Wenn man sich die letzten Spieltage anguckt, dann sieht man, dass die Mannschaft sich extrem weiterentwickelt hat und auch sehr gute Einzelspieler hat. Wenn dann so eine Mannschaft 110% hier gibt, auf sehr, sehr schweren Bedingungen, der Platz war sowas von schmierig, also du hast keinen richtigen Abdruck gehabt, da müssen schon viele Mechanismen greifen, dass du hier ein sehr dominantes und gutes Spiel machst gegen eine sehr defensiv eingestellte Mannschaft und da haben uns heute einfach die Lösungen gefehlt. Wir haben auch viel zu wenig gute Laufwege provoziert und von daher tust du dich dann halt hier auch extrem schwer. Ist dir genauso wie mir aufgefallen, dass es in gewissen Situationen an Cello gefehlt hat? Einer, der mal brüllt, der nach einer schlechten Aktion aufrüttelt, in die Hände klatscht, mal schreit. Für mich wirklich ein wichtiger Part, was das auch angeht in der Mannschaft, habe ich heute nicht wirklich ausmachen können auf dem Feld. Hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, also ein Stefano Rosso hat die Position sehr gut ausgefüllt als junger Spieler. Aber natürlich ist es so, dass der Cello, und deswegen ist er unser Kapitän, eine ganz andere Mentalität auf den Platz bringt. Ja? Und das ist genau das, was man braucht, diese Lautstärke auch mal anzuschreien, durchs Feuer zu gehen, sich reinzufetzen. Da stimme ich auch hundertprozentig zu. Das war mit Sicherheit auch ein Aspekt, warum wir heute da vielleicht so ein bisschen die Leichtigkeit einschleifen lassen haben, anstatt einfach konsequent zu bleiben. Jetzt haben wir die Hinrunde souverän, ich muss es wirklich sagen, souverän abgeschlossen, sind gerade Dritter, Braunschweig hat auch gewonnen, Magdeburg hat gewonnen. Wir können uns doch nicht beschweren, oder? Nee, absolut nicht. Natürlich ist es für uns Trainer immer so, dass wir immer das perfekte Spiel haben wollen. Ja? Und im Fußball ist es aber nicht so. Ich meine, wenn man sich Bayern München anguckt, die spielen auch nicht alle Spieltage perfekt. Da sind auch viele Spiele dabei, die man sich vielleicht nicht angucken kann im Großen und Ganzen. Und das ist immer der Vergleich. Also ich fordere sehr viel von meinen Jungs und sie geben auch immer alles. Auch heute haben sie alles gegeben, aber es gibt einfach Spieltage, da ist nicht mehr drin. Und deswegen bin ich voll dabei. 34 Punkte, absolut geile Hinrunde mit einer absolut tollen Mannschaft, die ich habe und tollen Charakteren und wirklich wieder einer guten Weiterentwicklung, die vonstatten gegangen ist. Aber wir haben noch ein wichtiges Spiel zu spielen, deswegen schön mit der Hinrunde. Aber eigentlich zählt man das Spiel Magdeburg ja auch noch so ein Stück weit zur Hinrunde, weil ja erst danach die 2-wöchige Pause kommt. Da wollte ich jetzt drauf hinaus, hast du dir gedacht. Weihnachtsferien stehen an, jeder freut sich, glaube ich, durch diese ganze Corona-Geschichte, englische Wochen, wir brauchen auch wirklich eine Pause. Die Spieler brauchen eine Pause, mental und körperlich wieder fit zu werden. Aber mit Magdeburg kommt für mich genau der richtige Gegner vor dieser Winterpause, um nochmal zu sagen, hey Freunde, einmal noch alles raushauen, weil wir spielen gegen Tabellenersten und alles, was wir da mitnehmen können, ist ein Gewinn für uns. So sehe ich es auch. Also in Magdeburg einen Punkt mitzunehmen ist schön, aber wir spielen ja immer auf 3 Punkte. Also geht es für uns um 3 Punkte, die wir da holen wollen. Magdeburg will natürlich auch seinen Vorsprung ausbauen und so in die Winterpause gehen. Gerade bei einem Heimspiel, ich glaube 15.000 Zuschauer sind erlaubt. Ich denke, dass das dann auch die Kapazität erreichen wird. Das heißt, es ist für uns ein großer Widerstand der Fans, aber was uns auch natürlich anspornen muss. Und so wie du sagst, wir wollen auch mit einem guten Gefühl in die Pause gehen und wir werden alles investieren und alles versuchen, dass wir dieses Spiel oder dem Gegner das so unangenehm wie möglich machen bei ihrem eigenen Heimspiel halt. Genau, jetzt hast du wahrscheinlich wenig Zeit. Ich gebe dir die Frage trotzdem jetzt schon mal mit. Ich werde nächste Woche mit dir dann ein abschließendes Interview hoffentlich noch machen können. Und da frage ich eigentlich in gewohnter Weise auch, welche Weihnachtsgeschenke du dir seitens des Vereins vielleicht unterm Baum wünschst. Stelle ich jetzt noch nicht. Nimm's mal mit unter die Woche. Okay. Vielleicht kannst du da irgendwas mit zu sagen. Ja. Wir wünschen auf jeden Fall eine gute Vorbereitung. Macht euch fit für Magdeburg. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir freuen uns, glaube ich, alle sehr drauf. Richtiger Gradmesser nochmal zum Abschluss. Genau. Und bleibt alle gesund bis Magdeburg und darüber hinaus natürlich auch. Vielen Dank für den Dreier wieder mal. Dankeschön und gleichfalls auf jeden Fall. Bleibt ihr auch alle gesund und dann hoffen wir, dass wir euch mit einer guten Leistung so ein Stück weit noch mehr verwöhnen können. Wir werden es uns anschauen. Danke dir. Ciao.